Verehrte liebe Frau Dr. Flick, meine Damen und Herren, die Einspielung hat uns mit Daten versorgt und hat uns viele Fragen gestellt. Wir haben wieder gesehen, dass die Briefe schneller geworden sind, aber sie sind nicht mehr so schön. Und fast schon kommt man sich als Exot vor, wenn man noch Latein kann und weiß, dass sie uns zusammengerufen haben. Zusammengerufen, um frischen Atem zu bekommen und frische Gedanken. Dass man mit diesem Lebensmittel, sei natürlich besonders deshalb gern, weil die Technische Universität München natürlich ein renommierter Platz der Lebensmitteltechnologie ist und es mich immer wieder freut, dass unsere Urgroßeltern dieses Lebensmittel bereits gekannt und dadurch wahrscheinlich zu frischen Gedanken gekommen sind. Meine Damen und Herren, eine technische Universität wie die unsere, an Entwicklungen, die wir hier zusammengerafft gesehen haben, nicht unerheblich beteiligt. Insbesondere im Zusammenspiel der Informatik, der Computerwissenschaften mit den Informationstechnologien. Aber die schnelle und immer präzisere Information, die Fähigkeit, schier unvorstellbare Datenmengen rasch aufzunehmen, zu sortieren, zu sichten, zu verwenden, hat natürlich zu einem rapide beschleunigten technischen Fortschritt geführt. Mit allen seinen Segnungen und auch mit seinem Fluch. Auf der Seite der Segnungen natürlich die enormen Fortschritte in der Medizin, der bildgebenden Methoden, um nur ein Beispiel zu nennen, die auch dazu beiträgt letztlich, dass das Thema von heute so virulent ist, nämlich der demografische Wandel, der heute als demografisches Problem dargestellt und auf die Rechtskultur und die Wirtschaft abgebildet wird. Kein wissenschaftlicher Fortschritt ist heute vorstellbar ohne die immense Menge von Daten, die man mit den unterschiedlichsten technischen Methoden zu den unterschiedlichsten komplexen Gegenständen aufnehmen kann. Wie letzte Woche ein ESA-Satellit in das Weltall gegangen ist, der unter der Führung der TU München künftig, die nächsten 200 Tage zumindest, denn dann geht der Sprit wieder aus, die Erdgravitation auf eine Präzision von einem Millionstel vermessen kann, 90 Minuten einmal um die Erde, mit Daten, aus denen man über Inhomogenitäten im Erdinneren Rückschlüsse ziehen kann, über die Energieführung der Weltmeere, über die Topologie der Oberfläche sowieso, dann zeigt das auch, dass die Datenakkumulation ein Schlüssel zum Fortschritt ist. Das Thema von heute beschäftigt mich in meiner Arbeit für unsere Universität seit geraumer Zeit. Denn demografischer Wandel heißt ja auch, einschließlich der älter werdenden Gesellschaft, die wiederum auf medizinische Fortschritte, Fortschritte der Technik, Fortschritte, Verbesserung der Hygiene und vieles mehr zurückzuführen ist, dass die nachwachsende Generation kleiner wird. Und für uns als Universität in einer Innovationsgesellschaft von morgen bedeutet dies, dass wir für jedes einzelne Talent heute und morgen besonders dankbar sein müssen und dass wir nach jedem Talent fahnden und es begabungs- und interessensgerecht in unser Bildungssystem hineinbringen. Das ist eigentlich die größte Herausforderung, die die Gesellschaft, wie immer sie sich gestalten wird, heute werden wir dazu eine Menge lernen, denke ich, zu bewältigen hat. Die nachwachsenden Talente der unterschiedlichsten Art begabungs- und interessensgerecht in eine Ausbildung zu bringen. Und zwar in eine Ausbildung, die, auch das entnehmen wir aus der Einspielung, eben nicht
durch Faktenwissen zugeworfen ist von Anfang an, eben nicht der junge Fachidiot, sondern der gebildete Mensch, der mit der Komplexheit technischer Materie auch umzugehen kann, der den Rückbezug zu den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften hat, gerade in der Technik, gerade in einer technischen Universität, ist ja auch der Grund dafür, warum wir dafür die Karl-von-Linde-Akademie an unserer Universität gegründet haben, um wirklich mit Lehrinhalten in diesen Bereichen eine moderne technische Universität zu bleiben. Und bei allen Problemen, die aus einer Weltfinanzmarktkrise heraus in eine tiefgreifende Wirtschaftskrise resultieren, bei all diesen Problemen, die da auch auf uns noch zukommen werden, natürlich mit der Konsequenz auf die Reduktion der Steuereinnahmen, je nachdem, wie lange die Krise anhält, muss unsere Gesellschaft, muss Staat und Politik begreifen, dass dennoch an den jungen Menschen und ihren Talenten nicht gespart werden darf. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, aber hier sitzt der Fachmann, dann hatten wir im Jahre 1900 etwa 40% der Bevölkerung im Alter von unter 20 Jahren. Heute sind es, glaube ich, etwa 20% und für 2050 sind wir auf 14% prognostiziert. Das zeigt ganz besonders deutlich, dass wir der Politik jeden Tag sagen müssen, man wird an vielen Plätzen und an vielen Gegenständen sparen müssen, aber wir dürfen nicht an den jungen Talenten sparen, denn jedes davon brauchen wir. Und ganz zu Recht, Herr Dr. Flick, haben Sie gesagt, wir müssen heute auch an den Universitäten die Studienplätze aufbauen auf hohem Niveau, die dann attraktiv werden in 10 und 15 Jahren, wenn es bei uns demografisch bergab geht, was man ja heute schon sehr sicher voraussagen kann. Denn dann brauchen wir die tüchtigsten Talente aus aller Herren Ländern, die dann wieder hier auf hohem Niveau als unsere besten Botschafter draußen in der Welt ausgebildet werden. So viel meine paar unzureichenden und unmaßgeblichen Gedanken zu diesem Thema. Ich freue mich außerordentlich auf den heutigen Vortrag und ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für diese grandiose Initiative, Convoco ins Leben zu rufen, Menschen aus unterschiedlichen Fachexpertisen zusammenzurufen zu einem interdisziplinären Dialog und dafür eignet sich das heutige Thema für wahrtrefflich. Herzlichen Dank auch namens der Technischen Universität München, deren Kuratorin Sie schließlich auch sind. Herzlichen Dank.